rechtzeitiges Erscheinen ist sicherlich notwendig, wenn man alles erleben will. Ja, ja, ja. Und ich glaube, dass wir jetzt unabhängig mal von den Ergebnissen sicherlich Unterhaltung geboten haben in beiden Heimspielen. Und das wollen wir natürlich auch weiter. Natürlich streben wir dann auch an, dass wir dann auch punkten. Das ist ja keine, Frage. Nicht am Spiel teilnehmen können, verletzungsbedingt weiterhin Bektaşi, Kaffenberger und Ksyusha. Kaffenberger ist derjenige, der am nächsten eigentlich dran ist. Der wird wohl Anfang der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Aber im Kader kann von denen noch keiner sein. Ob Soyidokro dabei sein wird, können wir noch nicht sagen. Der hat einen Magen-Darm-Infekt. Wenn ich sich hier gelesen habe von meinem Kollegen, der hat da 5, 6, glaube ich, die er da integrieren muss. Da hat er gesagt, das wird also noch eine Zeit dauern, die einzubauen. Und der Prozess wird auch noch ein paar Wochen eben voranschreiten müssen. Gut. Dann wissen wir auch, dass wir auch noch ein bisschen brauchen. Wir wissen ja, dass Saar eben länger keine Spielpraxis hatte. Mhm. Wir wissen auch, dass Robert keine Vorbereitung in dem Sinne hatte. Also von daher ist das bei denen etwas anders gelagert. Bei Sebastian Mannström kann man sicherlich andere Vorzeichen nehmen. Der kommt aus dem Spielbetrieb. Klar. Der hat jetzt einige Male mit der Mannschaft trainiert und ich denke mal, die Voraussetzungen sind ganz gut, dass er zu einem Einsatz kommen wird. Ja, ich glaube insgesamt, dass Sebastian einfach jemand ist, der unserer Mannschaft Qualität verlangen oder hinzugeben kann. Ja. Er ist als Typ, denke ich, gut für die Mannschaft und als Fußballer auch. Da kann ich Ihnen sagen, ich bin grundsätzlich mal zweitrangig. Ja, letztendlich zählt der Verein und die Mannschaft. Das ist das, was entscheidend ist. Und wir wollen punkten und das werden wir auch. Ich glaube, wenn unsere Truppe sich dann auch mal gefunden hat, die Jungs fit sind, also das heißt auch wieder aus der Verletzung heraus, dann haben wir ein starkes Team und dann wird das insgesamt sehr schwer sein, uns zu schlagen. Und bis es soweit ist, müssen wir diese Zeit einfach überbrücken und versuchen, so viele Punkte zu sammeln, wie es geht.